Ich bin wieder zurück. Ihr glaubt es nicht, doch ihr glaubt es schon, weil ihr eben auf Twitch zumindest live dabei wart. Ich habe eben gesucht und gesucht und gesucht. Ich habe keinen Stift gefunden. Ich habe in meiner Wohnung keinen Stift gefunden. Und ja, mein Telefon war so gut wie alle, aber jetzt habe ich das Ladegerät angeschlossen. Jetzt kann ich mir auf dem Telefon Notizen machen. Also, Payphone und Watch waren die zwei Sachen, die ich mir unbedingt notieren wollte, oder? Watch hieß das, oder? Als über Simon's Watch. Watch, ja, genau. Okay, Simon's Watch. Und da sagt sie ja das mit der Zeit, dass sie die Zeit eigentlich sie entlastet. Was war hier nochmal? Nein, I don't think so. Glasgow was deserted that early in the morning. Ah, genau, dass sie halt nicht, dass sie in Glasgow nicht gesehen wurde von jemandem wohl. Und dann gucken wir das letzte Video an und gesagt, und Payphone und Watch waren die zwei Keywörter, die ich bis jetzt nachgucken möchte. Wenn ihr irgendwie hier auch schon, wenn ich was übersehe, was wichtig ist, schreibt es gerne in Twitch-Chat. Dann können wir gerne dann, könnt ihr mitdetektiven hier. When I arrived in Glasgow, I was exhausted. The streets were empty. I was driving badly. And I hit a taxi. Not a big crash, just paintwork. The guy was so pissed off because I didn't have a driving license on me. But when I told him I was pregnant, he made sure I got to the hospital so they could check me out. It was fine. The hospital must have details when I was looked at. There's a scratch on the car. Okay, das ist nochmal, das sind ganz schön viele Sachen. Okay, das hören wir uns gleich nochmal an, aber als sie in Glasgow ankam, meint sie, war sie sehr erschöpft und hat ein Taxi gerammt. So, nichts Schlimmes. Aber, also ich habe erstmal als Keyword Taxi aufgeschrieben. Dann ist sie vor allem ins Hospital gekommen, ins Krankenhaus, wo sie auch meint, dass die müssten ja noch Aufzeichnung haben, dass sie um diese Zeit da war. Ja, das sind die beiden Sachen. Also, dass sie im Krankenhaus, dass sie meinte, zumindest im Taxifahrer, ob das stimmt oder nicht, weiß ich ja nicht, dass sie schwanger gewesen wäre. Und der hätte sie dann aus diesem Grund zum Krankenhaus gefahren, nach dem Zusammenstoß mit dem Taxi, und dort müssten sie noch aufzeichnen. Wir hören uns das nochmal ganz kurz an. When I arrived in Glasgow, I was exhausted. The streets were empty. I was driving badly. And I hit a taxi. Not a big crash, just paintwork. The guy was so pissed off because I didn't have a driving license on me. But when I told him I was pregnant, he made sure I got to the hospital so they could check me out. It was fine. The hospital must have details when I was looked at. There's a scratch on the car. Also sie führt halt einmal diesen Kratzer am Auto als Beweis an für diesen Crash. Aber auch halt, dass das Krankenhaus noch Unterlagen haben muss. Jetzt haben wir ganz schön viele Keywords. Mit der Driving License habe ich mir nochmal aufgeschrieben. Pregnant, Hospital, Taxi und so weiter. Aber ich fange mal von vorne an. Wir wollten nochmal gucken, was ist denn... Sie hat ja gesagt, dass sie aus Glasgow vom Münztelefon angerufen hätte. Vom Payphone. Und dann schauen wir mal... Da eine zweite Aussage. Oh, guck an. Am 3. Juli, also knapp eine Woche später... 47 Sekunden. Langer Clip mal. It's like I told you before. I drove. I took the car and drove. I don't have my own car, but I have a spare set of keys. I just drove north. I wanted to think, put some space between me and them. Everything I told you before is true. I stopped at Glasgow. I was tired, exhausted. I pulled out and I hit a car. My car was okay, but I was worried about the baby, so I went to A&E to get the okay. Everything was fine. Slept in the car. When I woke, I tried to call Hannah from a payphone. She wasn't answering. And then I decided to drive back. I had decided that she was more important to me than Simon. Okay. Das stimmt schon mal nicht mit ihrer vorigen Aussage überein. Ich muss mir zwei Notizen machen. Ich hätte lieber Notizen, das geht besser als auf dem Telefon. Egal.
als Keyword erstmal noch Hannah. So. Beim ersten Mal hat sie gesagt, sie hätte aus Glasgow Simon angerufen, um sich wieder mit ihm zu vertragen. In dem Video sagt sie, dass sie Hannah angerufen hat vom Münztelefon in Glasgow, weil sie entschieden hätte, dass Hannah wichtiger wäre als Simon. Also das hat einfach eine andere Aussage. Also die meisten Sachen stimmen sonst überein. Sie ist mit dem Auto nach Glasgow gefahren, sie hat kein eigenes Auto, sie teilt sich eins. War erschöpft, sie ist an den Straßenrand gefahren, sie hat gesagt, in diesem Fall nur ein Auto, das war kein Widerspruch, sie hat ein Taxi, ein Auto angestoßen, ist dann ins Krankenhaus und wurde überprüft, aber es war nichts los. Aber der entscheidende Teil ist, dass sie hier behauptet, am nächsten Morgen hätte sie Hannah angerufen, das hören wir uns noch mal kurz an, um halt mit ihr zu sprechen, und weil sie wichtiger wäre als der Simon. Und im ersten Video hat sie gesagt, der Simon, sie hat den Simon angerufen. It's like I told you before, the car, when I woke, I tried to call Hannah from a payphone. She wasn't answering. And then I decided to drive back. I had decided that she was more important to me than Simon. Yes. I got to Glasgow. I woke up because a rubbish truck went past. I got some petrol, bought a coffee and a pastry, tried calling someone from the payphone, and then headed back. Okay, da haben wir es. Das notiere ich mir mal kurz. Super. Okay, dann mal kurz die Notizen machen. Notizen zurück. Neue Notiz. Widerspruch. Also, es ist ganz klar ein Widerspruch halt. Schreiben wir es mal auf. Am 27. Juni sagt sie halt, am 27.6. sagt sie halt, dass sie den Simon nicht. Ich gebe gerade im. Ich weiß nicht, also ich. Ich weiß nicht. Ich habe gerade Call eingegeben, einfach nur ins Telefon. Und er macht eine Autovervollständigung auf Call Girl. Ich weiß nicht, was mir das Telefon damit sagen möchte. Also 27.06. Call. Sagt sie, dass sie Simon anruft, angeblich. Am 3.7. sagt sie, dass sie Hannah anruft. So. Okay. Und das mit dem Krankenhaus, die Geschichte ist ein bisschen unterschiedlich. In der ersten ist sie ein bisschen detaillierter, dass sie sagt, okay, der Fahrer hätte sie dazu gedrängt oder sie ins Krankenhaus gebracht. In der zweiten ist sie selber hinfährt. Das ist so ein kleiner Unterschied, aber nicht so ein gigantischer, wenn es was so lange her ist und einem nicht so wichtig erscheint, ist so eine Aussage, die nicht ganz so wichtig ist, finde ich jetzt. Aber ich schreibe mir jetzt nochmal mit dem auf, mit dem Car und Taxi und dem Krankenhaus. Aber es ist jetzt nicht so ein richtiger Widerspruch, das sind einfach so Details, die sich unterscheiden, was aber in Zeugenaussagen durchaus nicht ungewöhnlich ist. Car, Taxi. So, das schreibe ich mir nochmal kurz auf, zumindest als Punkt, den man im Hinterkopf behalten sollte. Finde ich. Okay. Das war's mit dem Payphone. Also die Hannah ist auf jeden Fall noch ein wichtiger Teil. Das mache ich jetzt gleich mal, weil es halt verwandt ist. Suchen wir mal nach der Hannah. Wer ist das eigentlich? 18 fucking Clips. 18.06. mal. Das ist, glaube ich, relativ früh, 18.06. Hier, okay. Das scheint die Uhr nochmal zu sein, aber schauen wir uns mal an, was ist das denn hier? Ist das ein Lügendetektor? Oh, das ist jetzt interessant. My name is Hannah. Hannah. It's palindrome. It reads the same backwards as forwards. It doesn't work if you mirror it though, it's not quite symmetrical, but well, you get the idea. Huh? Sorry. Hannah Smith, I live at 31 Gladstone Street. Was? Was?
Hannah? Ich dachte. Warum ist sie denn selber Hannah? Das kann doch nicht sein. Stopp, jetzt müssen wir noch mal kurz zurück zu dem Payphone. Sind das zwei verschiedene Leute? Sind das Zwillinge oder was? It's like I told you before. My car was okay, but I was worried about the baby, so I went to A&E to get the okay. Everything was fine. Slept in the car. When I woke, I tried to call Hannah from a payphone. She wasn't answering. And then I decided to drive back. I had decided that she was more important to me. Ja, jetzt kommst du mich raus. Ha! Detektiv Martin hier. Das voll schnell rausgekriegt. Twins. Really? Are you really asking me that question? Are you out of your mind? Twins. Was ist denn jetzt los? Kommt die Musik so laut? Die Musik soll nicht so laut sein. Die fragt, also der Interviewer, Polizist, was auch immer, fragt ganz offensichtlich auch irgendwas mit Zwillingen. Und sie ist auch ganz, sie ist halt aber völlig überrascht von der Frage und findet die Frage irgendwie ziemlich absurd anscheinend. Florence took me home with her. Mother hadn't been expecting twins and had a healthy baby. I guess she was just happy for Florence to clean up. Was? Take away the evidence that this was anything but a happy occasion. Das verstehe ich. Florence, wer? Ich notiere mir jetzt mal, wer ist denn Florence? Das wird gerade sehr seltsam hier. There were always princes and princesses. They were the special people, more important than the other characters in their stories. We knew we were like that. Twins. Magical. We were the princesses. We had a poster of Princess Diana from the newspaper up in our attic. Had a pride of place. And underneath we used to put all our special things. When her engagement was announced, we were obsessed with everything she did. And later, when her life went so bad, we felt for her. Her divorce last year just kind of drew a line under things. Okay, sie spricht mit Wee, sie spricht von sich, dass sie Zwillinge sind und deswegen was Besonderes. Also. Sie hat offensichtlich einen Zwilling. Soll ich mir nochmal angucken, die Stelle? Genau, Wee. They were the special people, more important than the other characters in their stories. We knew we were like that. Twins. Magical. Genau. Wir waren wie Prinzen oder Prinzessinnen, wir waren was Besonderes, da wir, also aus ihrer Sicht, Zwillinge waren. Was waren sie? Ich guck mal ganz kurz mit der Florence, was das auf sich hatte. So viele Sachen. Fuck. Das ist ganz schön viele. Wer ist denn Florence? Das müssen wir mal überprüfen. Across the road, where my parents first lived there, was a midwife called Florence. When Hannah was born, I was born at the same time. The midwife was there to help. I'd been throttled by the cord, probably wrapped around my neck by Hannah. The midwife told my mother I was dead. But I wasn't. She wrote all this stuff in a diary.
Amazing what people will admit to on paper. Okay, es ist ganz jetzt ganz offensichtlich, wie ab und zu der Bildschirm so ein bisschen dunkler wird. Unheimlich. Also, Florence ist die Hebamme, die gegenüber auf deiner Straßenseite gelebt hat. Und sie und Hannah wurden halt gleichzeitig wurden fast gleichzeitig geboren, halt auch als Zwillinge. Und sie hatte halt bei der Geburt ihre Nabelschnur um den Hals. Ein bisschen als Witz hat sie gesagt, dass das Hannah wohl gemacht hätte. Und die Hebamme hätte der Mutter sogar gesagt, bei der Geburt noch, dass sie tot wäre. Und das war dann aber natürlich offensichtlich nicht der Fall. Ganz kurz nochmal anhören, ob wir da irgendwas Wichtiges überhört haben, weil das war schon recht interessant. Across the road, where my parents first lived there, was a midwife called Florence. When Hannah was born, I was born at the same time. The midwife was there to help. I'd been throttled by the cord, probably wrapped around my neck by Hannah. The midwife told my mother I was dead. But I wasn't. She wrote all this stuff in a diary. Amazing what people will admit to on paper. Florence raised me in her home. I never left it. She kept me out of sight. It wasn't odd for people to see a midwife with a baby, carrying in supplies, washing nappies, that sort of thing. I never knew any different. I grew up looking out of my window and seeing her across the road. I thought it was like a reflection in the mirror. Hä, das ist aber jetzt richtig seltsam. Das habe ich eben gar nicht richtig mitbekommen. Ihr habt es im Twitch-Chat schon mal She's me. angesprochen. Das habe ich. Ich dachte. Was war das denn gerade? Bildschirm dunkel geworden, man hat Polizeisirenen gehört. Ist aber gruselig hier. Also, es ist ganz offensichtlich so, das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen bei der ersten Aussage. Die Florence, die Hebamme, hat der Mutter gesagt, das Kind wäre tot. Ich dachte, das wäre halt nur so ein erstes Missverständnis und dann wäre alles klar. Also. Aber es sieht jetzt so aus, die Hebamme hat der Mutter gesagt, das eine Kind ist tot, hat das bei sich behalten und hat das dann, ich weiß nicht wie lange, großgezogen, sich um das Baby gekümmert. Bisschen abgefuckt. War das hier schon klar? Das muss ich noch anhören. Parents first probably wrapped around my neck that I was dead. But I wasn't. She wrote all this. Okay, ist abgefahren. Florence raised me in her home. I never left it. She kept me out of sight. Hört sie auf. Sort of thing. And seeing her. Ich weiß nicht mal, wie sie selber heißt. Wir wissen jetzt mal von der Hannah, von das wissen wir den Namen jetzt, aber wir wissen nicht den Namen von ihr selber. Ist ja abgefahren. Florence was a warm, kind person. But she was broken, I guess. When I found her diary, I also found a biscuit tin with other stuff in it, older papers, letters, that kind of thing. Her story wasn't there. I never really spoke to her about it. I was far too young to really understand. I guess I just put it together later, once I was older. She had loved children, planned to have a large family, but her husband died in the war. And that was back when you married for life. She never felt like she could marry again. Isn't that strange? She was a widow from her 20s. But I mean, I guess it was different then. You know, you married for life and she felt she could never marry again. I guess it was harder, a war widow.
One of the dead? I don't know, maybe there was more to it than that. I don't really know. Ich war kurz ein kleines bisschen abgelenkt, hoffe, ich nichts verpasst, weil ich kurz auf meinen Twitch-Chat geschaut habe und mir Notizen gemacht habe. Sie beschreibt die Florence, die Hebamme und wahrscheinlich die Person, die sie auch aufgezogen hat, man weiß nicht wie lange, als warmherzige, liebe Person, die eigentlich hat ursprünglich eine große Familie wollte, aber ihr Mann ist halt im Krieg gestorben, wahrscheinlich der Zweite Weltkrieg, keine Ahnung, wo die Zeit hinkommt, und sie war halt, seitdem sie in ihren 20ern war, Witwe. Was sie halt ein bisschen komisch findet, aber was auch eine andere Zeit war. Ich würde gerade den Ende nochmal anhören. Und dann sollten wir auf jeden Fall, als Keyword habe ich mir nochmal Diary notiert. Also Tagebuch, weil da könnte nochmal interessante Sachen drin stehen. Florence was a warm, kind person, I guess. Dass sie halt da. When I found her diary, I also found a biscuit tin with other stuff in it. In der Keksdose hat sie noch andere Sachen gefunden. Alte Briefe, Papiere. Und her story, also ihre Geschichte, dass sie halt. I never really spoke to her about it. I was far too young to really understand. I guess I just put it together. Sie konnte anscheinend schon lesen, zumindest als sie es gefunden hat. Also sie war ziemlich lange mit der Florence. Wie das mit der Mutter funktioniert, ich verstehe es nicht. Total krass. Put it together later. Once I was older, I died in the war again. That's strange. But I guess it was harder, a war widow. I don't know, maybe there was more to it than that. I don't really know. Okay, sie hat in dieser Keksdose auf jeden Fall das Tagebuch und andere Sachen gefunden und ihre Geschichte halt, wie sie zur Witwe geworden ist. No. It was just me and her. It was the name they were going to call their first child. They talked about it, and I'm going to try when he came back. Florence's family had a history of firstborn girls, so they were convinced it was going to be a girl. It's hard to know if this is all true. These are stories I remember that I read when I was a child. Maybe I misread, maybe I misunderstood. Sometimes it's hard to remember what happened last week. Okay, Eve. Okay, sie sagt erstmal am Anfang, no, it was just me and her, also dass sie nur zu zweit gelebt haben, wahrscheinlich mit der Florence halt zusammen. Und die Florence, wenn sie eigentlich mit ihrem Mann, der halt im Krieg gefallen ist, ein Kind gehabt hätte, hätten sie ihr erstes Kind Eve genannt. Das war halt in der Tradition der Familie, dass sie hier, dass sie immer als erstes ein Mädchen bekommen hätten. Und dann waren sie auch überzeugt, dass sie ein Mädchen bekommen, das hätten sie halt Eve genannt. Und das hätten, sie hätten halt dann versucht, sie hätte versucht, schwanger zu werden, wenn er aus dem Krieg zurückgekommen wäre. Ich gehe davon aus, dass sie Eve heißt. Das notiere ich mir auch nochmal. Eve. Interesting. Interesting, interesting. Ich werde mal kurz. Na, wo das machen wir? Ich mache eine Sache, mache ich noch. Was, wonach suche ich denn jetzt? Ich will jetzt ein bisschen mehr über die Geschichte rausfinden, eigentlich. Ich habe noch ein paar andere Sachen mit dem Taxi und der Watch, dem Hospital, das ist aber dann eher für die anderen Ereignisse. Okay, also ganz oft. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sind das wirklich Zwillinge oder die ist irgendwie ein bisschen schizo. Was davon zutrifft, ist ein bisschen schwierig zu sagen, gerade. Werden wir wohl noch rausfinden. Ich suche mal nach Eve. Und nach Diary, also nach dem Tagebuch. Gucken, was sie zu Eve zu sagen hat. 7 Entries. Oh. Noch eine ganz andere Sache. Okay, interessant. Ist das eine andere Frau? Andere Frisur noch? Guck mal kurz rein. Das ist sie schon, oder? Well, ja. My friend Eve. She was a friend from when I was a kid. And she was always more popular with the boys. And I used to hate her for it. Genau, das ist dann die Hannah, die hier, das ist die Eve,
wenn es denn so ist, wenn es nicht gleiche Personen sind. Es sind aber auch verschiedene Räume. Das ist immer sie, die Eve ist immer im Interrogation Room bisher und die Hannah ist im MT Room. So, und die redet gerade, dass sie mit der, also dass dann die Hannah sagt, dass sie mit der Eve befreundet war als Kind. Und später hätten die Jungs die Eve ihr vorgezogen, deswegen hätte sie die gehasst. Yes. We'd fight. We fought on the beach once and I held Eve's head underwater. There was no one else around. It was at the far end of the beach. I held her head under and I kept it out. And for a moment, I just wanted to kill her and watch her drown. But that was it. It was just a moment. We made up afterwards. It was a love-hate relationship. Sie sieht die zumindest nicht als Twins. Das ist ja auch diese in dem anderen Interview ganz offensichtlich gewesen, wie sie Twins und dann völlig überrascht und ungläubig war. Eve ist auf jeden Fall die Person, die in Glasgow war. Also ob nun real zwei Personen oder auch nur in der Vorstellung der Frau zwei Personen. Aber sag ich mal, die Person Eve ist die Person, die in Glasgow war, weil sie sagt ja, aus Glasgow hätte sie Hannah angerufen. So. Vielleicht haben ja auch alle drei zusammen gewohnt, oder hat er oder der Simon mit der Schizotante. Und hier erzählt sie nur ein bisschen, wie sie als Kind nicht gut miteinander ausgekommen sind, so eine Hassliebe, die sie hatten. Und sie hätte sogar einmal drüber nachgedacht, die zu ertränken, hat den Kopf unter Wasser gehalten, hat es offensichtlich ja nicht gemacht, aber ja. A police station. Yeah. When I was young, we ran away on my birthday. Bob Dylan was playing in London and we thought we could break into his tour bus and have him take us with him. The taxi driver we paid to drop us off. I mean, we'd saved money, pinched a bit here and there to pay for the fare. He was suspicious because we were so young, so he told the police. So they came and picked us up and took me back to Portsmouth. My mum picked me up from the station. But I blamed everything on my friend Eve. My parents let me off. Das ist sehr vertrackt. Wie gesagt, ob es nur eine Person ist oder zwei, das ist ja ein bisschen die Frage. Sie hat nur die Frage anscheinend beantwortet, ob sie schon mal auf einer Polizeiwache war. Und dann sagt sie, ja, sie war als Kind oder Jugendliche schon mal auf einer Polizeiwache. Sie wäre gemeinsam mit der Eve ausgerissen, um auf ein Bob Dylan-Konzert zu kommen. Ein Taxifahrer wäre halt ein bisschen darauf aufmerksam geworden. Das wäre ihm komisch vorgekommen. Er hat die Polizei benachrichtigt und die Polizei hat sie dann halt einkassiert und dann wieder zurück zu ihren Eltern gebracht. Sie meint dann, sie hätte alles auf Eve geschoben und deswegen, also sie hätte die ganze Schuld an der ganzen Aktion, dass sie weggelaufen sind und zu dem Bob Dylan-Konzert wollten, hätte sie gesagt, hier, Eve war das und deswegen hätten die Eltern sie nicht bestraft. Naja, und jetzt ist halt die Frage natürlich, haben die Eltern, ne, das muss man ein bisschen, wir sind gerade rauszufinden, ist das eine wirkliche, sind das wirklich zwei Personen oder ist die schizophren? Ist denn halt, haben die Eltern sie nicht bestraft, weil sie von dieser Eve redet und die denken so, meine Scheiße, unsere Tochter ist schizophren, was sollen wir denn jetzt machen? Oder ob es diese Eve wirklich gibt und sie geglaubt haben, dass die Eve halt damit was zu tun hat. What are you doing talking about Eve?
Die ist ziemlich durch, auf jeden Fall, bei den Befragungen, wie gesagt. Ob nun wegen des Mordfalls oder immer, ich will jetzt nicht zu frühzeitig da Schlüsse ziehen konnte, aber das, sie wirkt da nicht ganz sauber. Und das müsste jetzt ja nochmal die Eve selber sein, also die Person Eve, wie auch immer, ob so eine echte Person, zwei Personen ist oder eine andere Persona von ihr. Und sie sagt halt hier, warum redet sie überhaupt über die Eve? Es geht doch über den Simon. Also man kann das aber noch versuchen, anders zu erklären, aber es sieht schon sehr mysteriös aus. My mother called me Eve. Ja. Wo habe ich denn vorhin kurz die Suchhistorie? Nein, die Suchhistorie. Wo waren das? Vorhin hat sie auch so eine Art, das habe ich irgendwie übersehen, sie hat auch da so eine Art Lügendetektor umgehabt, oder? Wo waren das? Habe ich das irgendwo? Wo waren das nochmal? Das bringt mich jetzt ganz durcheinander. Ich habe doch irgendwo vorhin gesehen. Wir saßen so aus, als hätte sie am Arm doch hier. Das hier. Hey, warum habe ich das vorhin nicht angeguckt mit Hannah? Okay. Das habe ich irgendwie vorhin. Genau, das habe ich mich nicht daran erinnert. Ich habe irgendwie nicht alle Such. Alle Ergebnisse zu Hannah angeschaut. Okay. Ich mache eine kurze Pause. Um mir was zu trinken, ich mache meine Kontaktlinsen mal rein. Ich sitze hier morgens immer noch mit der Brille und das drückt langsam, wenn ich gleichzeitig dann noch Mikrofon und Kopfhörer auf habe. Und dann hören wir uns das mal an. Das kann interessant werden mit dem Lügendetektor. Vielleicht mache ich auch noch den Lügendetektor als neues Keyword dann mal. Wir haben noch ganz schön viel zu suchen. Auf jeden Fall könnte das mal aufschlussreicher sein, wenn sie unter Lügendetektor irgendwas sie dazu sagen hat. Das wäre die Person Eve in diesem Fall, die zwei noch. Also kurze Pause und dann geht's weiter. Sehr spannend.